Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind mal wieder bei der Firma 9FF in Dortmund. Heute geht es allerdings nicht nur um diese ganze Porsche hier, sondern eigentlich bin ich wegen dem Thema Achsvermessung hier. Aber das seht ihr gleich. Erstmal gibt es einen kleinen Bohren. So, Janis. Hi. Schön mal wieder hier zu sein. Freut mich. War ja echt krass, wie das letztes Mal angekommen ist. Ja, wie die Leute das gefeiert haben. Weiß nicht, ist irgendwie genau unser Ding, solche Firmen wie euch vorzustellen, um einfach auch mal zu zeigen, was es wirklich noch so an krassen Tunern in Deutschland so gibt. Weil ganz viele denken ja immer ein bisschen Software, mit Glück mal einen Prüfstand und fertig. Aber es gibt halt wirklich so viele, die wirklich noch so viele Autos bauen. Ich kann das auch vollkommen verstehen, wenn manche damit gar nicht in die Öffentlichkeit wollen, weil es natürlich perfekte Werbung ist, aber auch genauso viel Ärger mit sich bringt. Ne? Natürlich. Aber das war wirklich die Videos, die wir gemacht haben. Ja. War geil. So, und jetzt waren wir unterwegs und haben uns gedacht, nee, falsch, ich habe was gesehen. Ich glaube, bei Instagram. Ja, ich hatte irgendwann mal eine Story gemacht, da hattest du es gesehen, hat sich direkt gemeldet und dann haben wir gesagt, dann machen wir was Schönes draus. Weil ich suche für meine Halle noch eine Möglichkeit, wie man selber mal eine vernünftige Achsvermessung machen kann. Genau. Für mich, der wirklich nur für sich selber schraubt, lohnt sich das natürlich nicht, da eine arschteure Vermessungsbühne zu kaufen. Aber trotzdem, es ist ja leider so, man hat ja schon ein schlechtes Gewissen, wenn man einen Teil abschraubt und wieder dran schraubt, selbst wenn es sich nicht verstellen kann. Ja. Ob sie nicht doch verstellt hat. Ne? Ja, sehe ich auch so. Und dann Radlager, Querlenker, es sind ja so viele Sachen. Ja. Und da habt ihr nämlich eine Lösung für. Die wollen wir euch heute zeigen. Ganz einfach, ultra coole Sache, passt auch irgendwie wieder zu euch als Betrieb, finde ich. Wir sind typisch mechanisch, ne? Und deswegen diese Lösung. Aber erstmal gucken wir so ein bisschen hier, so, was hier so geht. Genau. Ne? Weil man sieht ja wieder, das ist ja schon wieder, das ist schon wieder ganz wild hier. So. Ja. GT3 und Turbo. Genau, ja, ist eine sehr schöne Sache, weil der GT3 kennt man natürlich als Trackfahrzeug. Irgendwann ist man natürlich halt ausgereizt am Ende, ne? Macht Fahrwerk und sonstige Sachen, dass man halt einfach von der Performance des Fahrzeugs am Ende ist. Deswegen haben wir uns gedacht, wir machen ein V-Turbo-Kit dafür. Wir sind natürlich bekannt für Laderumbauten. Ganz besonders aus der Zeit 997, ne? GT3 RS haben wir bestimmt 50 Stück auf V-Turbo umgebaut. Und deswegen musste natürlich 991 irgendwann auch mal folgen. Ja, das ist ein schönes Bolt-on-Paket. Hat den Vorteil, man lässt den Motor Serie, Kupplung, Getriebe, Benzinsystem, alles Serie. Bekommen Sie unseren schönen Laderumbau und alles eintragungsfähig. 50 997 GT3? Er ist, ja. Er ist sogar? Er ist, genau. Ja. Wir hatten damals einen Kunden, der ist viel Rennstrecke gefahren, hat sich so ein Auto neu gekauft bei Porsche, hat ihn hier hingestellt, wir schön direkt die Löcher reingeschnitten, können wir gleich da vorne bei so einem Auto nochmal gucken, unsere Hutzen draufgesetzt und den Turbo-Umbau gemacht. Mhm. So, und da wir damit immer auf der Rennstrecke waren, die Autos kamen neu raus, jeder hatte so ein Auto auf einmal und der war schneller als alle anderen, meinen alle, boah, das muss ich auch haben. Ja, und auf einmal hattest du die ganze Halle voll mit Weiß, Grün, Orange und Schwarz. Alle GT3 RS, die halt so in sämtlichen Farben ausgeliefert worden sind. 991.1 GT3 waren auch eigentlich die, die alle neuen Motor brauchten am Anfang, ne? Richtig, genau, genau. Das ist eigentlich die Rarität, wissen die wenigsten. Alle denken immer, RS ist das Sammlerfahrzeug. Vom 991.1 GT3 gibt es eigentlich am wenigsten. Weniger als von GT2 RS. Ich finde auch, jetzt wo wir öfter am Bilzer Berg sind, da brauchst du ja nur einmal hin und du siehst jeden Porsche GT3, den es so gibt, den ganzen Tag hoch und runter fahren. Genau, genau. Und ich finde, der klingt am geilsten auch. Ich finde 991.1 als GT3 nicht der S. Der Auspuff ist da natürlich noch deutlich anders als beim Punkt 2 mit OPF und die Schalldämpfer sind noch ein bisschen anders. Den gab es ja auch noch als Schalter, ne? Bin ich ganz ehrlich, muss ich lügen, ich glaube, den gab es nicht als Schalter. Ich glaube, nur die Touring. Ich meine, nur die Touring und den 911R gab es als Schalter. Also beim 991.2 wäre es ja der Touring, beim 991.1 war es ja der R, 911R. Und ihr macht, was für ein Kit ist das dann, Leistung? 720 für 3,8 und halt erste Serie wegen der Einspritzanlage. Wenn man jetzt einen 4 Liter, also einen Facelift hätte, geht halt auch mehr, weil halt die Kraftstoffanlage besser ist, so durch Hubraum und ja, gehen so um die 800 bei dem anderen Kit. Gibt es ja dann auch ein Gutachten und Eintragung? Gibt es ein Gutachten, können wir so eintragen, hast du dann legal im Schein, ist kein Problem. Das heißt, ihr macht für diese ganzen Umbauten immer Gutachten? Ja, gehört mit dazu, komplett.
Also wir haben dafür ein fertiges Gutachten, das können wir natürlich bei jedem Auto eintragen. Ja, ja. Also wir haben damit alle Abgasmessungen, Geräuschmessungen und sonstiges alles gemacht, das alles durch. Weil ihr müsst dann ja schon ein einzelnes Gutachten für 991.1 und 991.2 ist wie ein einzelnes. Ist korrekt, genau, weil das Getriebe wieder anders ist. Und dadurch, dass das Getriebe anders ist und halt auch Hubraum anders ist, hast du eine andere Abgasmenge, ne? Und deswegen musst du wieder neu machen. Geil. Und wie fährt sowas so? Fährt wie Serie. Aber was halt geil ist, ja, man sagt das immer einfach so. Aber es fährt sich wirklich wie Serie. Es macht echt Spaß, weil du hast keine Einbuße. Es fühlt sich halt einfach weiterhin an wie das Serienauto. Und was halt cool ist, du kannst das ganze, den ganzen Drehmomentband weiterhin nutzen. Bis 9000. Ne? Du hast ab 3 Ladedruck und das ziehst du auch voll bis 9 durch. Das ist schon echt cool. Gerade die Klangkulisse, weil er klingt weiterhin wie ein GT3, nur halt mit Ladern. Und das macht der Serienmotor echt so? Macht der Serienmotor mit, ja. Weil ich bin neulich auf dem Bilzerberg mal einmal 992 GT3 gefahren, von Harun. Und das war tatsächlich schon ein Auto. Klar, Bilzerberg, wenn jetzt auch viele sagen, Mickey-Maus-Kurs, da brauchst du jetzt ja nicht so viel Leistung. Nein, brauchst du auch nicht. Aber war tatsächlich schon ein Auto mal, wo die Leistung auf jeden Fall ausreichend da war. Wenn ich mir jetzt überlege, wenn so ein Ding nochmal 200-300 PS mehr, ja. Geil. Müssen wir auf jeden Fall mal. Und was halt cool ist, du hast, sag ich immer, den günstigen GT2 RS. Ne? Weil ein GT2 RS kostet eine Stange Geld, brauchen wir nicht drüber reden. Und die Autos sind fast gleich. Also es tut sich so wenig von der Achsgeometrie her. Und eigentlich hast du mit dem auch den besseren Rennstreckenmotor, weil der hat noch eine Trockensumpfschmierung. Der 991.2 GT2 RS hat den gleichen Motor da, fast den gleichen wie der Turbo. Das heißt, normale Ölwanne mit normaler Ölpumpe. Ach, der hat keine... Nein, der hat keine Trockensumpfschmierung. Deswegen ist das eigentlich das bessere Rennstreckenauto. Die ganzen Turbos haben alle keine Trockensumpfschmierung mehr? Nein, und der GT2 RS auch nicht. Ist der basierende gleiche Motor, also ist 1:1 der gleiche Motor, nur Kolben sind anders, Verdichtung ist anders und wenn du das mal gesehen hast, bei Titanpleuel, die strahlen ja die Oberfläche. So, und das haben sie bei den Serienpleuelen auch gemacht, damit die ein bisschen mehr Drehmoment abkönnen. Cool. Das ist der einzige wirkliche Unterschied zum GT2 RS. Hat sich die Reise schwer gelohnt, haben wir schon wieder was gelernt hier. Der ist aber nicht original, ne? Genau, der hat auch GT3 RS-Kotflügel bekommen, deswegen man sieht natürlich halt, das Rad passt noch gar nicht. Der kriegt doch 992 GT3 Räder. Und ja, der wollte halt alles ein bisschen breiter haben, schönere Traktion in der Kurve, mehr Auflagefläche vorm Reifen. Aber das war eigentlich mehr so. Wie viel breiter der ist? Ja, hätte ich auch nicht gedacht. Ich dachte hier gerade, hier ist irgendwie die falsche Felge drauf oder so, aber hier ist ja. Also A, ab 991 finde ich, ist ja immer der Wahnsinn, wie groß dieser generelle Radausschnitt so ist, ne? Was da für ein Rad mittlerweile damit sich das Rad ja auch frei bewegen kann. Ja. Ne, wenn du überlegst, ne, hast da, sag ich jetzt mal, eine 9,5 Zoll Felge vorne drauf, ne, und die muss sich frei bewegen können, am Radkasten brauchst du ja einen großen Ausschnitt. Was ich immer wieder, wenn ich hier bin, bei dieser Porsche-Szene so krass finde, ist, dass ich glaube, es gibt fast keine Szene, die so krass ist wie bei Porsche, wo es so zwei Lager gibt. Weißt du, weil ganz viele sind ja so, Alter, ich kaufe mir GT3, alles am besten Serie. 1000 Kilometer, genau. Mit Handschuhen einsteigen, gar nicht fahren und gar nichts. Boah, so ein Auto, da ist ja Rennstrecke schon immer so eine Thematik. Und dann gibt es die Leute, wo halt einfach, für die ist das einfach spiegelt, die haben einfach Bock drauf, haben halt einfach Bock, ein geiles Auto umzubauen und zu tunen. Ne? Ja. Und schon fängt man an, so eine ganze Kiste umzubauen. Ne? Das geht dann immer ganz schnell. Ne? Irgendwann, man gewöhnt sich halt schnell an alles, das ist ja meistens das größte Problem. Ne? Und deswegen kommst du meistens zu der Mehrleistung. Haben wir so ein Getriebe hier zufällig liegen? Bei 911 gibt's immer genug Getriebe. Das ist ja ein Zweiradgetriebe. Das ist ein bisschen anders, aber das ist im Prinzip ein 911 Turbo-Getriebe. Die sind vom Aufbau relativ ähnlich. Was das natürlich ist, ne? Du hast natürlich keinen Antrieb für die Kardanwelle. Ja, ist ein Zweirad. Ja. Das, genau, 912. Guckt euch mal diese Welle an hier. Ja. Was das für ein Gerät ist. Ist das bei 991 auch schon so fett? Also, dass die Eingangswelle hier so fett ist? Ganz ehrlich, müsste ich lügen. Hier ist noch eine Kupplung drin. Hier ist auch noch eine Kupplung drin. Ja, der Zapfen ist schon groß, aber die Welle siehst du halt nicht. Ne? Das ist ja echt ein Brummer. Also, das ganze Getriebe ist ein Brummer. Ne? Das ist 992 Turbo. 992, 8-Gang PDK, richtig. Warum habt ihr hier so zwei 992 gewesen? Wir haben eins gekauft auf Reserve, weil du weißt ja, mit dem wir gefahren sind, wussten wir ja noch gar nicht, wie gut das funktioniert. Und dann so viele Launchstarts mit über 1000 Newtonmeter. Wie gesagt, erstes Auto, ne, falls was kaputt geht, hätten wir mal tauschen können. Aber toi toi toi, gar nicht bisher kaputt gegangen, die Autos fahren 1A. Hier kann man jetzt mal schön einmal zeigen, um mal wieder ein bisschen technischen Content hier zu bringen. Ja. Porsche, ja, den Motor hinter dem Getriebe. Das heißt, hier Hinterräder, hier sitzt der Motor. Das heißt, irgendwie muss die Kraft immer erstmal ins Getriebe einmal rein und um dann auf diese Hinterräder zu kommen, muss es parallel wieder zurück und dann haben sie das Differential dazu hier in die Seite geflanscht. Das heißt, das Differential, das Querdifferential ist so weit ausgelagert, dass man diese fette Welle hier drin braucht, die einmal durch das ganze Getriebe geht, dass hier die Antriebssäule reingeht. Schon eine krasse Welle, ne? Ich merke schon, wir schweifen hier schon wieder dezent. Aber ist ja auch interessant, ne? Ich sag mal so, wann hast du mal so viele Porsche-Getriebe liegen und siehst mal die ganzen Unterschiede? Welches Getriebe sagst du, ist das beste von allen? 997 Turbo Handschalter, definitiv.
Also Paul, ne? Die meisten kennen ja wahrscheinlich ja Paul. Hat, ich würde schätzen, 300-400 Launchstarts mit dem Getriebe gemacht, Vollserie, ist nie was kaputt gegangen. Mal ein Synchronring von zu schnellen Schalten, als dann einfach nicht dafür ausgelegt war, aber sonst gar nichts. Aber mittlerweile auch Goldstaub, die Dinger, ne? Also ja, gibt's super rar. Also früher hat man die mal zwischen 4.000 und 5.000 Euro bekommen, heute zahlt das Doppelte, also unter 8 kriegst du eigentlich keins mehr. Echt? Ja. Krass. Das geht dann so in die Richtung vom Getriebe, ja, ne? Das müsste 996 sein, will ich aber nichts Falsches sagen. Mhm. Doch, das müsste 996 sein. Ja, so wie der hinter ist auch 996. Die sind ein bisschen schlechter. Ja, 996 hat das Problem, die Wellen sind relativ dünn im Getriebe und meistens reißt der dritte Gang ab, weil das ist natürlich in der Mitte, dann biegen sich die Wellen auseinander und dann packen die Zähne nicht mehr und dann reißen die auseinander. Deswegen machen viele einen stärkeren rein, der halt einfach vom Material besser ist, dass wenn die Zähne nicht mehr ganz ineinander greifen, dass es nicht sofort zerbröselt. Ja, ja. Machen wir meistens von Holinger einen dritten Gang rein, gerade verzahnt. Das Holz war ein bisschen, aber funktioniert wenigstens. Ja, das war aber auch wild, die da drauf zu bekommen, die hat der Kunde selber angeliefert, die Ansaugbrücke. Sieht super schön aus, konstruktionstechnisch eigentlich eher Flop, muss ich ehrlich sagen. Oh, geil aussehen tut's ja. Geil aussehen tut's, klar, CNC-Teile ist immer schön. Da sind so viele Punkte, also wenn man sich so ein bisschen mal so mit so Strömung befasst, wenn man sich jetzt mal die Ansaugbrücke anguckt, ne, sind die eigentlich ja größer, weil die einen weiteren Weg nach außen machen. Normalerweise hätte man den mittleren dicker machen müssen oder einen größeren Bogen reinmachen müssen, um das gleiche Volumen für den Zylinder zu bekommen wie für die äußeren. Das heißt, da schon der erste schlechte Punkt, ne, weil nicht jeder Zylinder bekommt die gleiche Füllung. Wenn man sich hier oben das Mittelteil mal anguckt, gerade von oben drauf, der Einlass ist 89, hier ist aber die Verjüngung auf 45. Oh, okay. Also konstruktionsmäßig ist das alles so ein bisschen, ja. Aber wir haben hier 991.2 ist Facelift. Punkt 2, genau. Genau. Oh, auch schon wieder radikal alles umgebaut ist. Das heißt, wir reden ja eigentlich auch von einem 150.000 Euro Auto, ne? Kosten die mindestens. Ja, ungefähr. Ja, das kommt gut hin. Dann gab's echt Leute. Volles Paket mit Dotzenkupplung, nur die Dotzenkupplung kostet ja schon 12.000 Euro. Ne? Dann kannst du noch am Getriebe noch Versteifungen machen, Versteifungsteile und eine andere Ölwanne und sowas. Da kannst du nochmal 5-6 investieren, nur für Getriebe. Ne? Dann hat er unseren kompletten G30 770 Umbau für 1200 PS. Ne? Alle Wasserleitungen, Zulaufleitungen, Innenrücklauf, alles in Teflon. Unsere ganzen Edelstahl-Ölleitungen, die gehe ich immer alle selber, so wie für die Ladedruckregelung. Das ist alles Standard, gehört mit dazu. Der hat jetzt auch noch einen 4-Liter Umbau, also Stahlzylinder und unsere Dragster-Kolben, sage ich jetzt mal. Ja, unsere vollgefrästen Pleuel, ich glaube, die habe ich dir mal geschickt, ne? Die sehen ja ganz schön abgedreht aus. Und ja, große Köpfe drauf, unsere spezielle Feuerring-Kopfdichtung, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig, und hat auch scharfe Einlass-Auslassknochenwellen. Ich bin wirklich immer wieder sprachlos, dass es wirklich Leute gibt, die so ein neues Auto herbringen und ja, dann radikal ja, und vor allem, einmal der ist alles. Ja, vor allem, das Auto fährt ja eigentlich mit dem Hochdrucksystem. Wir bauen immer noch ein komplettes Niederdrucksystem rein, damit du im Prinzip Teillastbereich und sowas alles fast original lassen kannst. Das heißt, du hast den gleichen Spritverbrauch wie vorher und machst die Endleistung eigentlich nur über die tausender Düsen, die oben in der Ansaugbrücke drin stecken. Ah, okay, das heißt, die hier gibt es original gar nicht? Nein, das gibt's gar nicht. Das gibt's gar nicht. Also ist noch stimmt, ist ja direkt ein Spritzer. Genau. Deswegen, wir legen immer noch zwei Kraftstoffsysteme mit rein, was dann im Prinzip dann nur über Ladedruck geschaltet wird und dann angeht und nach Bedarf regelt. Deswegen auch Benzindruckregler dann hier oben, ne? Brauchst du ja keinen Ladedruck mehr drauf geben, 3,8 Bar Regler für 1000er Düsen, sollte eigentlich reichen für 1200 PS. Weil ich sag mal so, weiß nicht, bei einem GTR ist das irgendwie normal, dass die alle ausrasten, die Dinger vertunen, bis gar bis nichts mehr geht so ungefähr, ne? Irgendwann wieder Serie bauen und verkaufen. Genau. Aber dass das auch mit dem Porsche so ist, ist für mich einfach. Da gibt es immer wieder Leute, die da Bock drauf haben, aber auch zum Glück. So, den vermessen wir? Den vermessen wir jetzt gleich, genau, den gucken wir uns gleich nochmal an. Und ich würde sagen, wir springen noch einmal schnell zu dem Auto hier. Der ist nämlich, glaube ich, ganz interessant. Das ist nämlich ein cooles Projekt, den ich mit einem Kunden zusammen mache. Der hatte mich angerufen, hatte gesagt, hier, ich habe hier was Wildes vor. Das und das bin ich bereit zu bezahlen. Wie mal stellen wir ein cooles Projekt auf die Beine. So, und ja, der ist ansässig in Dubai, macht was mit Autohandel. Und ja, da sind wir uns relativ schnell einig geworden, dass wir ein schönes Paket machen mit Leistung, was in Deutschland aber auch TÜV-fähig wäre. Und ja, deswegen ist das dann so ein bisschen ausgeufert, könnte man sagen. Innen, Außen, Motor, Getriebe, einmal alles. 991 Turbo. 991.1 Turbo, richtig, genau. Hat eigene Räder drauf, wie man sieht. Sind Räder von uns, ne? Schön mit Fräsung von Yves. Ne? Ja, steht hier auch schön drin, ne? 9FF German Engineering Edition 1111, einer von 11. Ne? Das ist Nummer 1. Deswegen gibt es dann auch überall die ganzen Badges ringsrum am Auto. Da hat der unser Black-Paket bekommen, so nennen wir das. Einmal ganz kurz unterbrechen, wegen Yves, hast du von ihm mal den A8 gesehen? Ja, habe ich gesehen. Mit, keine Ahnung, mindestens
ich würde sagen 23. Irgendwie sowas, ja, ja. Ganz neue Achse, so brutal. Ja, wenn der liegt auf dem Boden, das ist schon echt übel, das Teil. Asphalt Dreams, die Räder übrigens. Ja, ja, ja. Okay, ja, weiter im Text, wollte ich nur einmal kurz ein bisschen unbedingt einblenden, weil das war so ein Erlebnis am Wörthersee. Ja, cooles Auto. Ja, ich habe den bei XS gesehen in Hannover. Ja. Ja. Ja, dann hat er unser Black-Paket bekommen, alles von Plastik auf Schwarzglanz, Schweller von uns, Lippe von uns, ne, typisch wie bei den neueren Autos, die haben ja auch immer die Spiegelkappen alle mit lackiert. Dann geht das im Innenraum so weiter mit dem Black-Paket, so wie wir das nennen, alles von Silber auf Schwarz, ne, eigene Einstiegsleistung für das Auto gemacht. Ja, hat dann den Nachfolgelenkrad bekommen vom 991.2 GT3 RS, ja, schön mit Logo, alles was man sonst so anfasst auf Alcantara. Sollte weiterhin so ein bisschen Komfortauto bleiben, deswegen auch noch normale Sitze drin, Sitze zum Auto angepasst, alles mit umlackiert. Und 1 von 11, da gibt es jetzt 11 Stück davon? Oder? Genau, das ist jetzt der Vorführer quasi und davon folgen jetzt noch 10 Stück. So, wir haben gesagt, wir bewerben das jetzt erstmal und gucken, dass wir jetzt erstmal überhaupt das Auto, ja, unter die Leute bekommen, was wir dann da weitermachen. Und die gehen aber alle nach Dubai? Der Plan war es nach Dubai, wenn jetzt aber jemand sagt in Deutschland, ich will auch unbedingt so einen haben, ne, oder sonst wo auf der Welt, können wir natürlich auch ein Auto dahin verkaufen. Aber eigentlich alles über der Kunde, der sich gemeldet hat, der da Autohandel hat, der... Richtig, genau. Mit dem machen wir das Projekt zusammen und ja. Ist ein cooles Auto geworden, finde ich, gerade jetzt, ich will jetzt nicht schimpfen auf andere Tuner, aber ich finde gerade so Thema Porsche, wenn man was mit Optik macht, ist schnell überladen, so ein Auto. Mhm. Dieser Porsche-Charme fehlt halt einfach, weil zu viele Ecken und Kanten dran sind und wir sind ja immer mehr so die Funktionsmenschen und deswegen haben wir uns überlegt, wir wollen ein schickes, cooles Auto auf die Beine stellen, was nicht zu übertrieben ist, wo aber trotzdem jeder sofort sieht, hier stimmt was nicht. Gerade Thema Schweller ist halt bei euch auch immer perfekt, ne? Ja, Schweller, ich stehe auf unsere Schweller. Wenn man gerade vor dem Auto steht, das lässt das Auto so bullig wirken, ohne dass man irgendwas großartig verändert. Gerade Thema Porsche ist ja so ein Ding. Viele wollen ja mal auf Serie zurück, bei dem Auto jetzt ja wahrscheinlich nicht. Aber die Schweller sind nur geschraubt. Die tausche Plug and Play, ganz easy. Und was noch alles gemacht? Nur auch Motor, Bolt-on-Kit oder auch im Nein, Motor? Nein, also Motor komplett gemacht. Ich muss ja mal vorne, muss ich gleich nochmal zeigen, weil der fährt in Dubai nur mit 98. Deswegen hat der jetzt noch Wassermethanol bekommen. Machen wir normalerweise nicht bei unseren Standardfahrzeugen, weil in Deutschland bekommst du 102. Dann brauchst du halt nicht, um deine Oktanzahl ein bisschen hochzubekommen. Und ja, der hat unseren kompletten Motorumbau, aber auf 3,8 Liter Basis, also Originalblock, keine Buchsen drin und so weiter und so fort, wegen Ölverbrauch, ne? Weil die Jungs da drüben, die haben keinen Bock, ein Auto anzumachen, das qualmt, kannst du nicht vermeiden, Boxermotor liegt, es läuft immer mal was in die Zylinder rein. Und ja, hat dann auch CNC gefräste Köpfe, unsere Nockenwellen drin, ein zweites Niederdrucksystem hat er auch bekommen, aber nur mit zwei Düsen. Ne? Einfach nur, um das noch auszugleichen, was ihm noch fehlt an Leistung, also am Kraftstoff, was er sonst über die Hochdruckanlage bekommt. 89er Klappenauspuff und ja, also so wie er jetzt ist, könnte er auch legal in Deutschland fahren. Also es sind 1000 PS eingetragen, da fahren wir Gutachten für und das sind glaube ich 736 kW, die im Fahrzeugschein stehen. Krass. Ja. Ja. Plan ist aber eigentlich, dass die alle 11 nach Dubai gehen und da dann... Ja, wäre schön, wenn sie alle nach Dubai dann am Schluss am, gehen. Am geilsten wäre natürlich, wenn der Kollege soll mal weitere 10 Autos rüber schicken, dass er die alle fertig bauen wir können, kaufen die alle am Schluss, schön so nebeneinander stehen. Ja, wir kaufen die wahrscheinlich am Schluss dann alle in Deutschland, weil das logistisch erstmal keinen Sinn macht. Und halt vor allem, ja, wenn das Ding hier rüber schiffst, kann immer was passieren, Macke dran, wie auch immer. Ne? Und brauchst halt lange und kostet halt auch noch viel Geld. Im Zweifelsfall sind die Autos sogar hier günstiger als da, ne? Genau. Ja. Ja. Und sonst hier von hinten, wenn man da mal guckt, ne, wie gesagt, das mit dem Plastik läuft weiter, alles auf schwarz umlackiert, unsere Blenden dran in schwarz, einmal unsere Beschriftung drauf, dann wollten wir das Auto ganz clean haben, normalerweise haben die immer alles rot, konnte man vom Exklusiv in weiß bestellen, deswegen weiß rein, fand ich sehr cool, das ganze Gesamtbild des Autos, genauso wie von vorne, wenn man gleich mal guckt, habe ich die Blinker mit lasiert in schwarz, eigentlich bin ich nicht so der Freund von getönten Blinkern, Scheinwerfern oder sonstigen. Bei denen da drüben darf man es abgesehen davon ja auch. Ja, ja. Ne? Und wenn man sich jetzt vorher mal die... Weil die ja auch, ne? Weil die sind ja eigentlich genau, auch... Genau. Katzenaugen, ne? Haben wir gleich mitlackiert, weil sieht scheiße aus. Und da drüben interessiert es halt keinen. Lippe ist auch von euch. Genau, Lippe ist auch von uns. Haben wir auch mit dazu gemacht. Ja, die ganzen anderen Lippen, die man bekommt, finde ich so alle sehr abgespaced. Deswegen haben wir uns was überlegt, den 9FF. Stil, dezent, schick. Ist die theoretisch in Deutschland auch mit Gutachten? Also ist mit Gutachten, definitiv. Krass. Also, vor allem. Haben wir Materialgutachten für gemacht. Passt, halt immer, passt zu den Schwellern immer so, finde ich, der Übergang. Ja. Ist immer cool gemacht. Er gibt halt eine schöne bündige Linie ums Auto herum, ne? Das ist wahrscheinlich auch so ein Teil, was Kunden dann öfter nochmal nachkauft. Ja, geht. Weil einmal Bordstein vorne fährst du. Ja, aber gerade beim 901 konntest du ja mit Noslift bestellen. Oder hast du ja später ein KW-Fahrwerk mit Noslift-System. Deswegen haben wir eigentlich wenig Stress mit. Genau, und hier einmal die... Lasiert, genau, ne? Die lasierten Blinker, einmal alles innen drin schwarz lackiert. Wenn man guckt, CSF-Wasserkühler, ne, vorne, so wie die beiden äußeren, die sind ein bisschen dicker.
und ja, dickere Klimakühler rein, Scheinwerfer von innen schwarz und ja, unsere Logos ringsrum. Und was ich natürlich sehr cool finde, gerade bei dem Auto, du brauchst ja kein Kennzeichen vorne dran, die machen Aufkleber, wie clean der von vorne aussieht, ohne Kennzeichenhalterung. Ja, klar. Plus diese Lippe da drunter, ne? Genau, ja. Und was ich persönlich cool finde jetzt bei dem Auto, haben wir gerade ja mal gesagt, Wassermethanol, ne? Hast du da eine schöne Anlage reinbekommen? Ja, das ist für Show. Also das ist, gehört nicht zu dem Auto, das ist mal übergeblieben von dem Umbau. Wir folgen hier den extra großen Tank, ne? Genau, extra großer Tank, damit sie da nicht so oft dran müssen. Weil das Problem ist, die 98 bei denen sind ja echt schlecht, die da kriegen. Und die haben auch gar keinen guten Sprit? Nein, gar nicht. 98 ist das Maximum, was du kriegst, aber du hast halt haufenweise so Buden, wo du halt Rennbenzin kaufen kannst. Ne? Ja. Ja, schönes Auto. Der macht sehr viel Spaß, fährt ganz gut. Aber das sehen wir dann ja nochmal im Bilsterberg. Ah, den bringst du mit auf jeden Fall? Den bringe ich mit, ja, ja. Den bringe ich mit. Das heißt, weil PDK musst du hier auch schon anfangen mit Kupplung und so weiter? Genau, der hat unsere kleine Kupplung, so eine Zwischenstufe drin. Die gibt es in verschiedenen Abstufungen. Einmal mit Rennbelägen, so kann man sich das vorstellen, wie so eine Sinterkupplung. Und halt mit organisch. So, und der hat jetzt nur dünnere Zwischenscheiben und mehr organische Scheiben drin. Deswegen fährt er auch noch wie Serie los. Wenn du jetzt so eine ganz große Dotzen drin hast, wie er, so, dann hast du da diese Rennbelege, sag ich mal, drin und du merkst, dass es so ein bisschen ruppelt und zuckelt beim Losfahren. Okay. Ich dachte so bei dem Preis für so eine Kupplung ist es dann so, dass die ganz normal fahren. Wenn du die ganz große hast, ruppelt und zuppelt immer ein bisschen. Also man kann sich da stundenlang, tagelang reinsetzen und das schön programmieren, aber am Schluss ist dann das Schalten nicht mehr so toll. Also ein Tod muss man dann doch sterben. Ja, hier seht ihr ganz kurz auch noch Jannes Privatprojekt hier, schön S3. Ja. Das müssen wir auch irgendwann mal... Ja, habe ich mit Jean-Pierre das letzte Mal drüber gequatscht, den sieht man bestimmt irgendwann nochmal, wenn ich so mal wieder Zeit für finde, um den dann nochmal fertig zu machen. 1.8T. Ja. GTX 35 82 Gen 2 und Hochdrehzahl 9000. Echt? Ja. Habe ich auch schon ein paar Mal gedreht. Klingt übel. Das heißt so komplett mechanisch alles? Komplett mechanisch, ja. Krass. Ja. Von gerade in dem 1.8T, ne? Also ja. Jeder andere würde jeden anderen Motor zum Hochdrehen nehmen und ich. Nee, ich fand das geil. Also ich weiß nicht, VR6, klar, ist auch cool, aber wenn man das Auto mal wirklich mal fahren möchte, ist schon schöner, wenn du einen leichten Motor vorne auf der Vorderachse hast. Die Autos lenken sich schon deutlich schöner. Und VR6 macht ja auch, muss man ehrlich sagen, fast jeder. Ne? Deswegen fand ich es cool, dann mal einen 1.8T zu machen und den mal anzureißen. Ewig das Ding. Den habe ich ewig, ja. Das war eins der ersten Autos, die ich gekauft habe und den habe ich auch immer behalten bisher. Bisher. Vielleicht trenne ich mich mal doch davon. Aber ist so theoretisch jetzt soweit ready, dass das... Ist ein bisschen Verkabelung. Ich habe ja die Emo irgendwann ja nochmal eingebaut, weil das mit dem Originalsteuergerät immer ein Problem war. Mhm. Und ja, das muss dann auch zu Ende verkabelt werden. Aber wie gesagt, du siehst ja, was hier los ist. Ja. Ne? Am Wochenende auch cool, wir uns doch fertig kloppen, weil muss halt alles irgendwann mal raus. Die Leute wollen dann alle irgendwann fahren mit den Autos. Ne? Und deswegen bleibt dann immer das eigene halt liegen. Ja, wir könnten uns auch echt jedes Auto hier rauspicken. Und dann man könnte über was Schönes zu erzählen. Eine halbe Stunde drüber reden, aber wir sehen ja nicht das letzte Mal hier, das machen wir noch. Ich wollte gerade sagen. Also. So, okay, pass auf. Also, jetzt geht's los hier. Genau, wir fangen jetzt hier mal an mit Vermessen. Ich hole mal meinen Muster-Azubi. Der ist nämlich unser Vermessungsmann und der erklärt hier nämlich mal schön, wie er das macht. Erstmal entschuldigt kurz, dass wir leicht ausgeschweift sind. Ich weiß, ich war bestimmt wieder eine halbe Stunde, bis eigentlich das kommt, was wir eigentlich zeigen wollten. Jetzt wird es für mich auf jeden Fall interessant, deswegen jetzt fangen wir mal an hier mit Vermessen. Ich hole ihn mal eben hier her. Du bist der Mann des Vermessens hier. Sozusagen. Das ist Markus. Ja. So? Ja, ich würde sagen, wir steigen einfach direkt einmal ein. Ich quatsche einfach so ein bisschen nebenher und stelle ein paar dumme Fragen. Also grundsätzlich, bevor wir anfangen mit unserer Vermessung, wir haben jetzt schon ein bisschen was vorbereitet. Wir gucken grundsätzlich erstmal alles an Achsteilen nach, ob irgendwelche Lager, Domlager, irgendwas an den Achsteilen Spiel hat oder ausgeschlagen ist oder sonstiges. Sonst brauchen wir im Grunde genommen gar nicht erst anzufangen mit einer Vermessung. Das macht eh keinen Sinn. Dann müssen wir erst das Teil ersetzen und können dann danach vermessen. Als nächstes schauen wir uns dann Reifenluftdruck an, passen den auf unseren gewünschten Wert ein. In unserem Fall 997 Turbo jetzt hier ist vorne 2,3 bar, hinten 2,7 bar. Das sind die Werte, mit denen wir immer fahren, mit denen wir die besten Erfahrungen so haben. Also es geht jetzt immer um Straßen. Klar, bei Rennautos ändert sich das Ganze natürlich. Dann Reifenprofil ist auch ganz wichtig, wird auch häufig unterschätzt. Das heißt, die müssen in Ordnung sein, die Reifen abgefahren, ist genau. Immer doof. Also ich sag mal, wenn jetzt links ein Reifen mit 3 mm Profil ist und rechts ein Reifen mit 7 mm Profil, dann steht ja das ganze Auto im Grunde genommen schief. Dann macht es auch keinen Sinn,
mit den Reifen dann zu vermessen, weil sobald ich dann andere Reifen drauf mache, fährt das Auto dann auch in alle Richtungen und nicht dahin, wo es hin soll. Ich bin eigentlich darauf gekommen, das zu zeigen, weil, wenn ihr mal mitkommt, seht ihr hier, ganz alte Hasen haben das ja früher mit der Schnur gemacht. Geht so, natürlich auch. Das wäre so die allerklassischste Version, aber ich glaube, die Version, die wird den einen oder anderen hier gleich überzeugen. Was vor allem ein großer Grund ist oder ausschlaggebend ist, warum wir das so machen, wenn du jetzt so einen Laserprüfstand hast, muss der regelmäßig vermessen werden. So, und meistens werden die nur vermessen, wenn sie aufgebaut werden. So, das heißt, sie vermessen jahrelang diesen Prüfstand, aber es verstellen sich alle Sensoren, du stellst nach dem Computer genau ein, weil er sagt, jetzt sag jetzt mal, da ist der Nullpunkt, das steht aber alles krumm und schief. So, und deswegen hast du dann einen tollen Vermessungsbericht, wo alles toll drauf ist, aber der Auto fährt trotzdem wirklich. So, und der Rahmen, der lügt nicht, der ist halt einfach echt. Ne? Du, wenn er einmal richtig ausgemittelt ist da drauf, ne, hast du immer deine festen Bezugspunkte, von denen du misst. Da kann sich nichts verstellen, da kann sich nichts verbiegen oder irgendwas. Das ist halt einfach fest. Ne? Wie lange braucht ihr ungefähr für so eine Vermessung? Das ist schon deutlich aufwendiger als eine Vermessung mit so einem Laservermessungsstand. Ich hätte mal gesagt, so 2 bis 3 Stunden, je nach Aufwand. Also es gibt ja auch je nach Fahrzeug dann unterschiedliche Einstellmöglichkeiten. Ne? Ja. Aber ich sag mal, bei so einem normalen Turbo 2 bis 3 Stunden maximal. Okay. Ja, dann lass uns mal angehen, würde ich sagen. Genau. Komm, dann zeigen wir erstmal. Ja, wir fangen an. Wir haben hier unsere ausnivellierten Tische. Das heißt, wir haben auf dem Boden unsere Markierpunkte, haben für jeden Punkt einen Tisch, sodass das Auto wirklich hundertprozentig gerade auf dem Boden steht. Ja, sonst, wenn das Auto auch nur ein bisschen schief steht, ist das eine Rad ein bisschen mehr eingefedert als das andere, dann passt das alles nicht mehr genau. Plus, wir verwenden auch Radlastwagen zur Vermessung und ja. Das heißt, wenn das Auto nicht gerade stehen würde, ist es einfach so, man vermisst das Auto schräg, fährt auf der Straße los und eigentlich passt es wieder nicht, weil es dann gerade steht. Ganz genau, ja. Mhm. Okay. Ja. Dann. So. Okay. Wenn wir Gewindefahrwerke verbauen, benutzen wir immer unsere Radlastwagen. Wenn ein Fahrzeug links und rechts nicht oder über Kreuz ist eigentlich das wichtigste Maß, nicht ziemlich genau gleich schwer ist. Im Porsche haben wir ja immer hinten deutlich mehr Gewicht als vorne. Dann kann ich auch im Grunde genommen ein Auto vermessen, wie ich möchte. Das wird im Endeffekt trotzdem nicht super toll fahren, einfach weil die Gewichtsverteilung im Auto überhaupt nicht hinhaut. Deshalb vermessen wir unsere Fahrwerke eigentlich immer mit Radlastwagen. Das heißt, erster Schritt wäre jetzt Radlastwagen drunter und die Höhe von dem Auto einstellen. Ganz genau. Cool. Ja. Den Schritt überspringen wir mal. Wir haben jetzt noch unsere Aufnahmen für den Rahmen schon mal dran geschraubt. Da legen wir gleich den Rahmen im Grunde genommen auf allen 4 Rädern auf, können den dann ausrichten und hier mit den Muttern dann fixieren an den Rädern. Das heißt, das ist hier wirklich richtig passend. Statt Namenkappe kommt das Ding rein? Ganz genau. Mit den Bolzen? Ja. Okay. Genau. Ja, sieht ja bisher immer noch relativ einfach aus, aber das Spannende kommt ja auch. Vom Grundprinzip her ist es auch eigentlich eine Achsvermessung ist ja an sich jetzt vom Grundprinzip nichts sonderlich Kompliziertes. Ja, sieht halt immer nur mit dem Laser und so spacig aus von wegen. Genau. Aber im Grunde genommen ist das alles kein Hexenwerk. Man muss halt nur seine Werte haben, die man, also ich sag mal, im Regelfall ja vom Fahrzeughersteller nimmt. Wir haben unsere eigenen Werte, mit denen wir einstellen, weil die für uns erfahrungsgemäß besser funktionieren, vor allen Dingen bei unseren leistungsgesteigerten Autos. Ich sag mal, da ist ja die Anforderung doch eine andere als bei einem Serienfahrzeug. Was macht ihr bei den leistungsgesteigerten Autos anders? Geht es da mehr um Spursturz? Sowohl als auch. Ja. Vor allen Dingen hinten ein bisschen mehr Vorspur. Dadurch bleibt das Fahrzeug halt beim Geradeausfahren stabiler. Noch eine Sache, wenn wir jetzt natürlich mehr Vorspur hinten machen, du lenkst doch eins in der Kurve, will dein Auto eher ausbrechen als untersteuern. So, und gerade das ist so ein Ding, es ist halt viel angenehmer, wenn er eher kommt, als wenn du lenkst und er fährt einfach nur geradeaus. Für die Zuschauer, Vorspur heißt in Fahrtrichtung gesehen, dass die Räder hinten ein bisschen zusammengehen. Ganz genau. Dadurch arbeiten die Räder halt so ein bisschen aufeinander. Wenn die Räder jetzt komplett gerade stehen würden, dann würde das Fahrzeug die ganze Zeit so ein bisschen links, rechts fahren, hin und her taumeln. Okay, let's go. Okay, dann lassen wir das Fahrzeug einmal. Hierbei sieht man jetzt, dass das alles ganz
frei gelagert ist, das ist wichtig, damit sich nichts verspannt beim Einstellen. Ne? Ganz genau. Ja, also zuerst mal, damit sich das Fahrzeug, also das Fahrwerk auch ausfedern kann überhaupt. Wenn ich jetzt auf eine unbewegliche Oberfläche stelle und der Reifen bewegt sich ja beim Einfedern nicht nur gerade nach oben, sondern der dreht sich ja im Grunde genommen ein. Und wenn ich auf einer geraden Fläche einen Reifen abstelle oder ein Fahrzeug abstelle, dann federt das nie hundertprozentig dann auch ein. Plus beim Verstellen können wir halt den Reifen noch bewegen. Das heißt, wir sehen gleich beim Einfedern, dass das Teil wahlweise rein oder raus geht? Ganz genau. Okay. Unten raus in der Regel. Und vorne dementsprechend Drehteller drunter, dass wenn man lenkt, genau das gleiche hat? Ganz genau. Vorne halt zusätzlich zu hinten noch drehbar plus ja, im Grunde genommen in jede Richtung verschiebbar. Okay. Warte, ich muss. Darf ich einmal wieder hochmachen? Ja, klar. Siehst du jetzt hinten schön? Kevin, wenn du mal hinten auf die Platte filmst, in dem Moment, wo ich jetzt runter mache, fährt diese so nach außen. Ja. Also wir fassen zusammen, wichtig ist, dass das Auto halt wirklich so steht, wie es halt am Ende auch fährt. Ganz genau. Ja. Dann lasse ich einmal komplett runter, dann können wir den Rahmen auf. Ja, jetzt kommt nämlich das Objekt der Begierde. So, jetzt nimmt man sich im Grunde genommen einfach einen Zollstock und richtet den gesamten Rahmen aus. Ja, muss man dann ein bisschen links, rechts, dann vorne, hinten, also das muss man so ein bisschen sich jeweils annähern. Ja, weil ich verschiebe halt ausrichten, immer ein bisschen. Ausrichten heißt jetzt, dass er parallel drauf liegt? Genau, wir wollen, dass der Rahmen im Grunde genommen parallel zur Fahrzeuglängsachse liegt. Dass er auf jeder Seite den gleichen Abstand zum Rad hat. Ganz genau. Mhm. Okay, verstehe. Ja, ich würde mal einfach mit. So. Genau. Wir sind 15 cm. Auf der anderen Seite sind wir noch bei 9 cm, das heißt, wir können mal ein ganz gutes Stück hier rüber. Also zwei Sachen, die jetzt schon mal perfekt sind, ist erstens mal, jetzt kann man mal vernünftig eine Spurbreite messen, ne? Genau, ja. Weil jetzt hat man endlich mal so einen Bezugspunkt zum Messen. Aber so wie ich das jetzt verstehe, basiert das ganze System darauf, dass der Rahmen 100% rechtwinklig ist? Der ist zu 100% rechtwinklig, genau. Also haben wir Laser ausgemessen, das ist... Weil das Ganze basiert jetzt darauf, dass dieser Rahmen auf beiden Seiten zueinander parallel ist und auch parallel zum Auto ist. Ganz genau. Und das ist jetzt die Ausgangslage für die Vermessung. Genau. Das heißt, bisher jetzt gerade einfach eingestellt mit diesen Spacern, dass, ich sag jetzt mal als Beispiel, hier 8 cm sind, da 8 cm sind, da 11 cm sind, 11 cm. Ganz genau. Okay. Ja. Und ab dem Punkt jetzt muss man auch ein bisschen aufpassen, dass man nicht mehr irgendwo gegen den Rahmen stößt und so. Also, der ist ja durch die Spacer ein bisschen fixiert, aber ja, ich sag mal, wenn man den jetzt mal gegenläuft oder so, dann muss man halt wieder neu den Rahmen einstellen. Neu anfangen. Du kannst ja mal einmal kurz sagen, in welcher Reihenfolge wird so ein Auto jetzt vermessen? Wir machen das Ganze im Grunde genommen mehrmals. Wir fangen immer an, hinten erst Sturz, dann Spur. Das ist, weil der Sturz im Grunde genommen weniger empfindlich ist als die Spur. Also wenn man im Sturz ein paar Winkelminuten Abweichung hat, dann merkt man das im Fahrverhalten nicht so sehr, wie wenn man in der Spur ein paar Winkelminuten Abweichung hat. Und wenn ich die Spur verstelle, verstellt sich automatisch der Sturz immer ein bisschen mit, genauso andersrum auch. Und aus diesem Grund vermessen wir auch erst einmal ganz grob nur Sturz, dann Spur, dann ein bisschen genauer und dann im dritten Schritt dann in der Regel ganz genau. Und dann messen wir nochmal nach, ob es dann wirklich passt.
weil ja, also in einem Schritt kann man das quasi nicht genau machen. Das ist halt ein Vorteil von so einer Laserbühne, da wird es halt die ganze Zeit einfach oben auf dem Display gucken und siehst halt, ob sich beim Spureinstellen der Sturz immer verändert. Genau. Ganz genau. Klar, du kannst es natürlich auch einfacher machen, holst dir noch einen zweiten dazu, ne? Aber du brauchst ja fast die gleiche Zeit, du hast nur eine Stunde Ersparnis, sage ich jetzt mal, bezahlst aber zwei Mitarbeiter. Ne? Wir haben die Autos, die auch über 400 gefahren sind, haben wir auch hier vermessen. Ja. Und da ist auch kein Auto einfach abgebogen und ist zerschellt an der Wand. Ja, also das machen wir schon ein paar Jahre und das funktioniert auch sehr gut. Also wir tun jetzt mal so, als wenn Sturz schon eingestellt wäre, wir machen die auch mal Spur. Genau, würden wir auch wieder erst hinten anfangen und dann vorne. Mhm. Das heißt, in dem Fall würde ich jetzt auch einfach hier den Zollstock anhalten. Das sind jetzt sehr exakt 80 mm. Mhm. Dann hier vorne. Da liegen wir jetzt bei knapp unter 81 mm. Also wir haben 1 mm Vorspur im Grunde genommen. Also 80, 81, das heißt, die Räder klappen so ein. Ganz genau. Wie ist das mit Thema Schlag von der Felge? Das muss schon ziemlich gut passen vorher. Also idealerweise hätte man eher Felgen, wo man weiß, dass die perfekt rumlaufen. Ja, ganz genau. Weil logischerweise, wenn die Felge jetzt einen Schlag hätte und so wandert, dann ist dieser eine Millimeter im Zweifelsfall schon wieder Schlag von der Felge. Ne? Und ein Millimeter vorne, hinten, Abweichung, das ist dann schon unfahrbar. Also das fährt schon nicht mehr. Ach krass, okay. Das heißt, wir reden hier bei dem ganzen Vermessen, was die Spur angeht, jetzt eh vom Millimeterbereich. Ja, weniger. Also das ist schon, ich sag mal, 0,2, 0,3 Millimeter, so maximal Abweichung. Und vor allem, man kann es halt so rum auch perfekt ablesen, weil jeder kennt es, mit dem Zollstock ist eigentlich immer schwer abzulesen. Aber so hat man halt wirklich von oben eine richtig schöne Kante, wo man direkt drauf guckt. Nehmen wir auch genau 80? Nehmen wir tatsächlich 82. Das heißt, das Auto würde jetzt gerade theoretisch auch mit dem Arsch so ein bisschen eine Kurve fahren. Genau. So, ne? Also ist immer die Frage, wie genau man das als Fahrer dann wahrnimmt. Aber ich sag mal, ein Millimeter links, rechts als mehr, das ist für jemanden, der die Autos kennt und damit öfter fährt und auch verschiedene Setups fährt, der merkt das schon. Genau. Okay, krass. Aber das zeigt auf jeden Fall schon mal jetzt gerade, wie einfach man. Einfach? Also ohne jetzt viel Messinstrumente und so weiter, man zumindest schon mal rauskriegt auf einen Millimeter, weil man darf immer nicht vergessen, das ist halt schon ziemlich genau, dass es daneben steht. Ne? Genau. Wir hatten vorher das Lenkrad nicht hundertprozentig gemittelt. Wie macht er das? Auch noch ein guter Punkt. Natürlich muss das Lenkrad in der Mitte stehen, sonst kommt nämlich das, wie man es bei, da muss man wirklich leider sagen, in 8 von 10 Fällen holst du das Auto vom Vermessen ab, steht das Lenkrad schräg. Ja. Was viele auch beim Lenkradmitteln nicht beachten ist, dass wir, bevor wir Rahmen auflegen, bevor wir anfangen, drehen wir das Lenkrad einmal linksrum bis Anschlag, einmal rechtsrum bis Anschlag. Oftmals, vor allen Dingen, wenn wir Nachbaulenkräder oder 997 mit einem 991 Lenkrad oder was auch immer, sind die Lenkräder um Zähne verrutscht. Ja, wenn ich jetzt natürlich eine Spurstange länger habe als die andere und die Geometrie von dem Trapez verändere, stimmt natürlich die ganze Einlenkgeometrie nicht mehr. Weil Trapez verändert, weil irgendwann einer schon mal das Lenkrad falsch drauf gesteckt hat. Ganz genau. Bei der Achsvermessung haben sie das Lenkrad gerade gestellt und haben sie genau über die Spurstange korrigiert. Genau, und dann wird das Ganze nochmal wieder normal vermessen. Und dann würde ich mich jetzt nicht ausnehmen, dass mir das nicht auch schon mal passiert ist. Ja. Okay, das heißt, man muss einmal ganz links, ganz nach rechts gucken, um zu gucken, dass beide gleich weit lenken. Genau. Okay. Und dann, wie kriegt man das wirklich hin, dass das Lenkrad gerade steht? Also wirklich drauf gucken und man kriegt einen Blick dafür, dass es jetzt in der Mitte steht? Ja, also es gibt die Möglichkeit, das per Auge zu machen. Das kriegt man auch, glaube ich, sehr genau hin. Es gibt aber auch extra Geräte dafür mit einer Wasserwaage, die man ins Lenkrad klemmt, womit man das Lenkrad exakt gerade macht und dann auch feststellen kann. Ah, ist ja eigentlich auch relativ einfach wahrscheinlich so gemacht. So, Lenkrad ist gerade. Wobei, ich finde das so faszinierend, echt ohne Witz. Weil ganz viele werden davor stehen und werden denken, Vermessen ist so eine Riesenthematik. Und es ist wirklich, wie oft ich meine Limo zum Reifenhändler gekarrt habe, vermessen habe, gar nicht unbedingt irgendwie
einfach nur, weil ich wieder Motor ausgebaut habe, eine Achse was geändert habe, wie auch immer. Ne? Darum geht es ja einfach, dass man einfach immer wieder das Gleiche. Es ist ja nicht so, dass ich in dem Moment irgendwas testen wollte, ein bisschen andere Spursturz, wie auch immer, sondern einfach nur wieder herstellen. Und dafür finde ich die Lösung echt, echt genial. Und sie ist halt super ehrlich, ne? Also wie gesagt, Vermessungsprüfstand, Laserprüfstand verstellt sich irgendwann. Das hast du da niemals. Wenn du den immer gerade ausmittelst und nicht vielleicht den Rahmen irgendwo mal in eine Ecke wirfst, dass der krumm ist, hast du niemals das Problem, ne? Also der steht so kerzengerade, dass ich glaube, dass ihr den schon vermessen habt eigentlich, oder? Den haben wir schon mal vermessen, ja. Hinten 13,7, vorne 13,6. Also geht vorne quasi ein Zehntel weniger. Also hier geht weniger Abstand, das heißt, das Rad steht so. Das heißt, die Spur geht ein bisschen auf. So sollte es sein. Also ich finde alleine schon wirklich krass, dass ich da 13,6 messe und hier halt auch 13,6 messe. Ja klar, wenn er richtig ausgemittelt ist, ne, ausgemittelt ist auf dem Fahrzeug, muss das ja auch so sein. Ja, aber so auf einen Millimeter mit so einem Alu-Ding und so hätte ich immer gedacht so. Ne, das funktioniert echt gut. Ich hätte nicht gedacht, dass das so gut geht. Ist natürlich auch eine Erfahrungswertsache am Ende, weil man jetzt natürlich entweder ständig hin und her rechnen muss. Genau. Um da jetzt auch eine Gradzahl zu kommen oder Minuten ist natürlich auch nicht mal eben so einfach gerechnet, weil du wirst ja wieder den Abstand brauchen zur Mitte und so weiter. Ne? Ja. Das heißt, für mich ist so eine Version wirklich perfekt. Für mich ist so eine Version perfekt, wenn ein Auto hast, was perfekt fährt. Bevor du es zerlegst, einmal einfach nur die Abstände messen. Ja. Wie bei euch hier auf den Rahmen draufschreiben. Drauf, genau, legst und du fertig. Drauf, so, ne? Wieder zusammenbauen, drauflegen, messen. Ja. Bums. Ja. Okay. Bei uns steht jetzt nicht so viel drauf, weil es ist natürlich, wie gesagt, jedes Auto, andere Karosserie, anderer Radstand, ne? Achse ist anders, sonst wäre es natürlich sinnvoll, wenn man es draufschreiben würde, aber... In meinem Fall wird das dann so laufen, erste Mal zusammen, Jannis anrufen, wie muss ich es einstellen, damit ich es nicht hin und her rechnen muss, ja, mach mal 10 mm und fertig. Cool! Ja, ich glaube, viel mehr braucht man gar nicht zeigen, weil jeder von euch weiß, wie man jetzt an der Spurstange Gewinde einstellt und so weiter. Ja. Ging einfach nur darum, mal zu zeigen, dass man tatsächlich so auch ein Auto vermessen kann. Nee, das ist auf jeden Fall eine Lösung für mal Freitagabends ist wieder was kaputt gegangen, am nächsten Tag willst du auf das Event, ne? Muss Getriebe raus, muss Antriebswelle raus, du öffnest die Achse wieder. Kannst Freitagabends nicht mehr irgendwo hinfahren zu vermessen, kannst aber so, weil ich weiß, wenn ich so eine Möglichkeit hätte, würde ich auch anders schrauben. Es gibt ganz viele Sachen, die man sich kompliziert macht, weil man die Achse nicht öffnen will. Genau. Wenn man so eine Möglichkeit hat und da schnell, vor allem als Geübter, ist das ja auch wirklich ratzfatz. Ja, ja. Wieder drauf, ne? Definitiv. Es ist eine reine Routine-Sache, ne? Ich würde, öfter das machst, entwickelst du deine Routine und dann geht das auch mal ratzfatz. Also. Vor allem noch schneller wird das Ganze ja theoretisch sogar gehen, wenn man einen Schritt noch weiter geht und vielleicht extra einen Radsatzer immer einfach nur fährt, mit guten Reifen drauf, mit passendem Luftdruck, mit passendem Rad, wir wo haben das immer, Ding schon dran steckt. Wir haben immer einen Schiebesatz, einen Satzräder für Autos, die wir hin und her schieben. So, und da sind immer neue Reifen drauf gekommen und so weiter. Und den benutzen wir eigentlich sonst immer für die Autos. Ich weiß auf jeden Fall, ganz viele alte Hasen unter euch werden das Ganze belachen, weil die kennen das Spielchen, die haben das schon immer so gemacht. Für die, die es noch gar nicht gesehen haben, wie ich find's geil, ich find's cool. Und, ich werde es mal testen. Und das Ding ist, sehr, sehr viele Rennställe machen das so, weil du dann in jeder Box nämlich mal eben schnell vor Ort noch was nachstellen kannst. Ja, weil du nämlich sagst, die Einstellung passt jetzt gerade für meinen Track aber nicht, ne, und willst du mal eben schnell was nachjustieren, ist das eine Sache, die ist ratzfatz erledigt und kannst du überall mit hinnehmen. Nimm mal einen Laserprüfstand irgendwo mit hin. Ja. Und das Komplizierte ja eigentlich bei einer Vermessung ist, das hatten wir ja noch nicht so thematisiert, ist halt, dass die Vorderachse zu der Hinterachse passt. Ja. Das hat man natürlich mit diesem langen Rahmen, weil man könnte jetzt ja auch sagen, ja, ich kann mir irgendwas einfach ans Vorderrad dran schrauben und das da messen. Das ist, glaube ich, der Grund, warum das am Ende so gut funktioniert, weil man halt wirklich diese eine Bezugskante hat, die halt zu beiden Seiten perfekt ist. Ne? Genau. Ja, okay, ich würde sagen, das war mal wieder ein langer Teil bei 9FF. Aber höchstgradig interessant mal wieder, also unabhängig von den ganzen Projekten, ich finde es cool. Passt auch zu unserer Einleitung, dass hier halt noch richtig was gebaut wird. Das sind halt Mechaniker, ne? Hier wird schön mechanisch was gemacht. Das ein oder andere Auto werden wir bestimmt noch fahren. Wir werden mindestens einmal im Jahr hier immer vorbeikommen, deswegen müssen wir auch nicht alles zeigen. Trotzdem vielen, vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Gerne. Danke fürs Zeigen. Sehr gerne. Und wir sehen uns spätestens beim Parkplatz. Genau. Tschüss. Und ciao, ciao. Tschüss.